Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvia Hake und in diesem Video möchte ich dir den Unterschied vorstellen zwischen emotionaler Verletzlichkeit, was also ein ganz wichtiges Merkmal für hochsensible Menschen ist, und dazu im Gegensatz die narzisstische Kränkung und ja, was es da für große Unterschiede gibt. Und das ist vielleicht für dich auch nochmal wichtig, um die Menschen in deinem Umfeld zu erkennen, mit wem du es zu tun hast. Ja, denn viele Menschen verwechseln tatsächlich Verletzlichkeit und Kränkbarkeit. Und Kränkbarkeit ist so etwas, was viele Menschen haben, die emotional noch nicht reif geworden sind und einfach leider auch ein häufiges Merkmal bei narzisstischen Persönlichkeiten. Und das hat eben etwas auch mit dem inneren Kind zu tun und auch mit dieser mangelnden, ja, mit dieser mangelnden Spiegelung, möchte ich glaube ich sagen, die diese Menschen in der Kindheit durch ihre Eltern erfahren haben und auch diese wenige emotionale Wertschätzung und Bindung, dass irgendwie wahrscheinlich in dieser Reifeentwicklung, ja, aus dieser eigentlich nur für jeden Menschen angelegten emotionalen Verletzbarkeit einfach diese Kränkbarkeit entstanden ist. Und das möchte ich jetzt einfach mal kurz so ein bisschen gegenüberstellen. Und wie gesagt, für dich ist es eine Möglichkeit, noch ein bisschen bewusster darüber zu werden und auch, dass es dir hilft, eben diese Dinge nicht miteinander zu verwechseln. Ja. Zum Beispiel ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeit, der wird auch durch kleine Dinge sehr gekränkt reagieren. Ja, wenn du ihn vielleicht nicht richtig beachtest oder sie, das ist Männer und Frauen, ne? Spielt jetzt keine Rolle dabei. Also es gibt narzisstische Frauen eben genau wie narzisstische Männer. Also mangelnde Beachtung, mangelnde Anerkennung oder vielleicht auch Anhimmelung. Also alles, was so diesem Ego-Wunsch, ne, dieser Größenfantasie und diesem unglaublich starken Wunsch nach Bestätigung nicht dienlich ist, ja, führt dann irgendwann bei einem Narzissten zur Verärgerung. Und das kann auch gerade im Berufsleben ganz, ganz schwierig sein, ja, wenn du eine Vorgesetzte hast, oder einen Vorgesetzten oder einen Chef, ja, eben mit dieser narzisstischen Persönlichkeit. Und wenn du dich dann nicht genügend unterwirfst, ja, oder nicht genügend um Erlaubnis fragst oder diese ganzen Entscheidungen ständig eben mit diesem narzisstischen Chef quasi abgleichen musst, damit dieser Mensch sich da, ne, bestätigt fühlt, ja, kann aus ganz kleinen Anlässen ganz große Kränkung entstehen. Und ja, ein zweiter Punkt, ich bleibe jetzt mal bei den narzisstischen Persönlichkeiten, wie Kränkung entsteht, ist natürlich auch direkte Kritik. Ja, sie sind kaum in der Lage, mit direkter Kritik umzugehen oder auch selbst wenn sie konstruktiv ist, also fühlen sie sich dann sehr schnell damit bedroht und können damit einfach überhaupt nicht umgehen. Und daraus entstehen dann oft auch so richtige so Rachefantasien oder Rache oder Wut. Manchmal ist das auch so eine kalte Aggression und dann können tatsächlich, ja, einfach auch so wie so Filme beim Narzissten ablaufen. Ja, wie kann ich mich rächen? Und manchmal werden die dann auch in die Tat umgesetzt. Und leider auch im Berufskontext, soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe, werden dann auch so wie so, ja, also mit anderen Leuten eben solche Allianzen gebildet, ne, um dann die Person, die quasi die Quelle der Kränkung war, ja, dann eins auszuwischen. Oder man diffamiert eben diese Menschen, das erlebt man sehr oft auch bei Trennungen, wenn du dich jetzt zum Beispiel getrennt hast von einem Partner oder einer Partnerin, die so eine narzisstische Struktur haben, dann kann es eben auch oft passieren, dass diese, ja, Ex-Partner dann schlecht über dich reden, zum Beispiel im Dorf, in der Gemeinde, und du wirklich große Schwierigkeiten hast, das dann dieses Bild wieder gerade zu rücken. Ja? Das ist natürlich sehr, sehr heftig. Bei einer narzisstischen Kränkung ist keine Versöhnung möglich, es sei denn, du unterwirfst dich, aber das ist keine wirkliche Versöhnung, sondern das ist wirklich eher diese Unterwerfungsgeste, die dann, ja, von dir erwartet wird. Und ansonsten ist es dann meistens unverzeihlich, ne? Also das sind Narzissten oft sehr, sehr stark, wenn du quasi einmal in ihrer Gunst nicht mehr quasi dabei bist, ja, wenn du quasi in ihren Augen einen Frevel begangen hast, dann ist eine Versöhnung tabu. Ja? Und das oft dann auch diese nächste Geschichte, dieser Kontaktabbruch, ja, etwas, was leider auch tatsächlich narzisstische Eltern mit ihren Kindern auch dann innerhalb der Familie machen, dass sie quasi dann, ne, wenn sie dann in Ungnade gefallen sind,
wochenlang nicht beachten, wochenlang nicht ansprechen, noch nicht mal einen guten Morgen sagen. Ja, das sind so diese Kontaktabbrüche innerhalb der Familie, die nach einigen Wochen wieder aufgehoben werden, aber die natürlich zu ganz starken Selbstwertverletzungen der Kinder führen. Ja, abschließend möchte ich sagen, dass diese Kränkbarkeit eben dann auch dazu führt, zu diesem Spiel Abwertung, ja, Aufwertung durch Abwertung. Der Narzisst möchte dann gerne eben, ja, sagen, du bist der letzte Idiot und das geht ja gar nicht. Oder ne, deine Freundin, ne, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, dem Ehepartner deiner Freundin vorgestellt wirst und er ist vielleicht ein Narzisst und er dann sagt, Mensch, du mit deiner Freundin, aber das geht ja gar nicht. Ne? Also, dass man dann wieder diese Spaltung hat, ne, dass man sagt, der eine ist gut, der andere ist schlecht. Also Spaltung findet statt, Abwertung, Distanzierung, Aggression. Und insgesamt ist das eine sehr toxische Energie, die also Menschen eher voneinander trennt. Jetzt im Gegensatz dazu, die emotionale Verletzlichkeit von Hochsensiblen, also so wie ich Hochsensibilität verstehe, das ist nach meiner Erfahrung eine natürliche Reaktion. Ja, so wie Kinder, wenn die zum Beispiel noch sehr emotional offen sind, noch nicht so ja, konditioniert sind, sich zu verstecken, dass Hochsensible dann eben zum Beispiel auf Verluste oder persönliche Enttäuschungen auch mit Trauer reagieren. Ja, also da ist der Schwerpunkt dann nicht so bei der Wut, sondern vielmehr auch bei der Trauer. Ja, wirklich bei diesem ja, verletzten Herzen, bei dieser Enttäuschung, weniger in der Aggression, sondern mehr in der Enttäuschung spielt sich das ab, diese Verletzlichkeit. Und ja, eben besonders auch bei Trennungssituationen, weshalb eben auch Hochsensible besonders ja, auch lange Zeit auch brauchen, um sich zum Beispiel von der Trennung von einem Partner oder einer Partnerin emotional wieder zu erholen, zu stabilisieren, weil sie dann ganz intensiv eben durch diese Trauer gehen und das auch wirklich seine Zeit braucht und auch dann oftmals auch gar keinen Platz ist für einen neuen Partner, ja, bis, sage ich mal, dieses emotionale Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Und anstatt eben den anderen zu attackieren, ist es eher so, dass Hochsensible in solchen Situationen, wo sie verletzt werden, eher an sich selber zweifeln und dass sie auch eher bereit sind zu einer Versöhnung, also generell jetzt mal gesprochen. Und diese Verletzlichkeit ist auch etwas, was, ja, was auch so ein Teil unserer Schönheit ist. Und da möchte ich auch nochmal auf so meine Rebirthing-Ausbildung zurückkommen und ich hatte immer in diesem Moment nach diesen Atemsessions, wo die Leute geheult haben. Und wenn ich dann so rumgeschaut habe in die Runde, habe ich immer gedacht, oh Mensch, jetzt kommt so die Schönheit auch im Gesicht zum Ausdruck. Ne? Also wenn die Masken fallen, wenn das Gesicht ganz weich wird, ganz authentisch, durch das Weinen, durch diese Kontaktherstellung, auch einfach dieses offene Atmen, ja, tritt unsere wahre Schönheit zur Trage. Ja, weil Verletzlichkeit nicht dich angriffslustig macht mehr, sondern wirklich einfach dein Herz öffnet, ja, wenn das wirklich in einem guten Rahmen geschieht. Und da kommen wir dann eben zu dieser Authentizität und diese Authentizität schafft wiederum Nähe, schafft Kontakt. Ja. Wie viele Frauen bemängeln das, ne, dass ihr Mann zum Beispiel emotional distanziert ist und kühl ist und ja, vielleicht immer was Starkes vorspielt. Und emotionale Verletzlichkeit, wie gesagt, öffnet uns und zeigt uns so, wie wir wirklich sind. Und wenn das quasi in einem vertrauten Rahmen stattfindet, wo auch, ja, auch sich gegenseitig diese Wertschätzung geschenkt wird, auch für diese Offenheit, kann daraus wieder Heilung entstehen, ja? Gerade in Partnerschaften, in Beziehungen, Freundschaften. Und, ja, und diese emotionale Authentizität schafft eben diese Nähe, während die narzisstische Kränkung immer zur Distanz führt. Ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt ganz viel Klarheit geschenkt. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, ja, schau einfach mal auf meiner Webseite dann vorbei, hsp-academy.de. Da habe ich einige Artikel über Narzissmus und auch Hochsensibilität natürlich geschrieben.